Hallo zusammen, ich habe hier eine Kühlbox B46S und zwar habe ich hier eine Störung. Error 2. Ist die Sonde hat einen Kurzschluss. Wenn ich jetzt die Sonde hinten ausstecke oder das Teil demontiere, die Sonde rausnehme, dann kommt Error 1. Error 1 ist keine Sonde. Und wenn ich jetzt die neue Sonde, die kriegt ihr bei uns als Ersatzteil, die neue Sonde einsetzt, zeigt es mir hier plus 18 Grad an. Das heißt, ich stecke jetzt hier aus, hier die Steuerung demontieren am besten. Sonst ist es ein Gefriemel. Die nehme ich raus und dann ist hier hinten die Sonde eingeklebt. Das heißt, die Sonde kommt raus, das Tape kann entfernt werden. Die neue Sonde kommt wieder in dieses Loch rein. Ganz nach hinten. Und mit diesem Kunststoff Massenteil wird das wieder, das ist mehr ein Kittband, abgeklebt. An der alten Sonde haben wir hier eine Wärmeleitpaste dran. Das Loch ist also gefüllt mit Wärmeleitpaste, dass die Sonde besseren Kontakt macht. Ja, es hat genügend drin. Die Sonde kann man jetzt wegschmeißen. Ich kann hier dann die Steuerung wieder drauf machen. Vom Kompressor. Logischerweise wieder einstecken. Und man sieht, hier ist jetzt 17 Grad, das war kurz gelaufen. Ja, das ist es. Jetzt sichere ich hier, diese Stecker sind alle gesichert mit Heißkleber. Ich sichere diesen Stecker auch wieder mit Heißkleber, baue die Steuerung wieder ein und das Problem ist behoben. Das war's von dieser B46 mit dem Error E2 bzw. auch Error E1, dann fehlt einfach die Sonde. Ich wünsche euch einen schönen Tag.